Ich mich verabredet mit Dr. Stefan Stolte. Er ist Geschäftsführer vom Deutschen Stiftungszentrum mit Sitz in Essen. Ja, lieber Herr Stolte, wir kennen uns. Wer nicht weiß, was das Deutsche Stiftungszentrum ist und was es macht, dem empfehle ich einen wunderschönen Film, der auch auf Stifter.tv läuft. Es ist eine tolle Einrichtung. Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen betreuen annähernd 700 Stiftungen. Eine großartige Aufgabe, aber jetzt auch eine großartige Herausforderung, Herr Dr. Stolte, denke ich mal. Denn Corona lässt grüßen, Covid-19, eine Pandemie, die uns alle aus dem Alltag gerissen hat, bedeutet wahrscheinlich viel mehr Arbeit für Sie, ganz andere Arbeiten, die Sie so vielleicht gar nicht auf der Uhr hatten. Die Frage, die ich vielleicht eingangs stellen möchte, was sind denn im Moment die großen Herausforderungen, die an Sie und Ihre Kollegen und Kolleginnen herangetragen werden? Wo drückt denn der Schuh ganz besonders? Das sind im Grunde ganz praktische und naheliegende Fragestellungen. Hinter den knapp 700 Stiftungen, die wir betreuen, stecken natürlich ganz viele Menschen, Stifterinnen, Stifter, Vorstände, Stiftungsräte. Und die haben jetzt Alltagsfragen. Also beispielsweise die Frage, wie kann ich jetzt Beschlüsse fassen, wo es mir doch gar nicht möglich ist, eine normale Sitzung durchzuführen? Oder wie kann ich jetzt eigentlich in der Corona-Pandemie helfen, privat oder auch über meine Stiftung? Darf ich überhaupt jetzt, ohne auf den Stiftungszweck so ganz genau zu schauen, helfen zugunsten von Krankenhäusern, zugunsten von Forschungsprojekten und anderen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie? Und natürlich kommen jetzt auch vermehrt Fragen unserer Stiftungen im Hinblick auf das Digitalisierungsthema. Stellt das Deutsche Stiftungszentrum digitale Informationen zur Verfügung? Stellt das Deutsche Stiftungszentrum online Besprechungsräume zur Verfügung? Bislang waren unsere Stifter es gewohnt, dass sie zu uns kommen, bei uns ihre Sitzungen durchführen können. Das geht jetzt momentan nicht mehr, weil alle ungefähr 120 Kolleginnen und Kollegen im Deutschen Stiftungszentrum mehr oder weniger von heute auf morgen ins Homeoffice gewechselt sind. Das wirft ganz viele praktische Fragestellungen auf. Sie sind selber im Homeoffice, wir beide sind beide virtuell verbunden. Jetzt angenommen, wir beide wären Teil eines Gremiums, einer Stiftung. Dürften wir jetzt Entscheidungen treffen über diese Technologie? Das ist ja eine Frage, die ganz oft gestellt wird. Ja, und da sagen Juristen immer, richtigerweise kommt drauf an. Es kommt darauf an, was in der Satzung steht. Das heißt, wir würden jetzt in unsere Stiftungssatzung schauen. Und wenn wir bei der Gründung der Stiftung schon so weitsichtig gewesen sind, dass wir den Fall geahnt haben, dass man vielleicht mal nicht tatsächlich zusammenkommen kann zu einer Präsenzveranstaltung, zu einer Sitzung, dann haben wir vielleicht in die Satzung schon reingeschrieben, dass wir Beschlüsse treffen dürfen per E-Mail oder auch per Videokonferenz und so weiter. Die allermeisten Stiftungen haben das aber in ihren Satzungen nicht stehen. Und das kann zum Problem werden, denn dann kann man nur Beschlüsse fassen, wenn wirklich alle Vorstände einverstanden sind, wenn alle Vorstände in Schriftform ihr Einverständnis mit dem Umlaufverfahren erklären, auch mit dem Beschluss dann schriftlich ihr Votum abgeben. Das ist natürlich ausgesprochen umständlich. Und erfreulicherweise hat der Gesetzgeber sehr, sehr schnell reagiert und hat hier eine ganz wichtige Erleichterung in Kraft gesetzt durch ein ganz junges Gesetz, das ist vor ein paar Tagen erst in Kraft getreten. Da steht sinngemäß drin, dass auch egal, was in der Stiftungssatzung steht, Stiftungsvorstände, Stiftungsräte Online-Sitzungen durchführen können, also per Telefon, per Skype, per WhatsApp können Beschlüsse gefasst werden. Und das ist natürlich eine ganz wichtige Nachricht und trägt sicherlich dazu bei, dass Stiftungen in dieser Zeit auch handlungsfähig bleiben. Ich glaube, das ist die zentrale Frage. Aber schön, dass das so schnell auch funktioniert hat. Im Eilverfahren geht im Moment so manches. Was mich besonders beeindruckt hat, Sie haben mir neulich auch erzählt, dass Stiftungen und Stifter oder Stifterpersönlichkeiten ganz spontan reagieren und sagen, ich möchte gerne helfen. Wir haben ja die Situation in Europa, dass in Italien ganz besonders schwere Dinge passieren und schwerwiegende Dinge Menschen in dem Wege der Triage, sag ich mal, selektiert werden, wer darf beatmet werden und so weiter. Und da war jemand, der ganz gerne helfen würde. Vielleicht erzählen Sie die kleine Anekdote. Und ja, das hat mich besonders gefreut. Das ist tatsächlich schon jetzt ein paar Wochen her.
Da hat im Fernsehen hat man überall die Bilder aus Italien gesehen. Man hat gehört, dass in Bergamo die Situation ganz besonders schwierig ist. Und dann rief ganz spontan ein Stifter bei uns an und sagte, ich möchte jetzt Geld überweisen. Und zwar an das Krankenhaus in Bergamo. Wie geht das? Ne, können Sie das für mich machen? Darf ich das über meine Stiftung abwickeln? Und kurz gesagt, ja, jetzt geht das. Als der Stifter anrief, war das noch ein bisschen problematisch, weil natürlich immer die Frage ist, für welchen Stiftungszweck ist eine Stiftung steuerlich freigestellt und entspricht das, was man jetzt vorhat, also beispielsweise ein Krankenhaus finanziell unterstützen, entspricht das eigentlich dem eigenen Stiftungszweck? So, bislang hätte man gesagt, man darf vom Steuerrecht aus gesehen nicht außerhalb der steuerlichen Freistellung agieren. Und das hat der Gesetzgeber glücklicherweise auch sehr, sehr schnell, beziehungsweise nicht der Gesetzgeber, sondern das Bundesjustizministerium, sehr, sehr schnell aufgegriffen und hat hier eine Regelung in Kraft gesetzt, wonach Stiftungen, Vereine und andere steuerbegünstigte Körperschaften, also beispielsweise auch gemeinnützige GmbHs, tatsächlich unabhängig von der Frage, für welchen Zweck sie steuerlich freigestellt sind, sich jetzt auch für Corona-Opfer, für Corona-Forschung, für Corona-Aufklärung engagieren können. Unabhängig davon muss man natürlich sehen, dass das Corona-Thema alle Gesellschaftsbereiche berührt. Und dass Corona oder Förderung wegen der Corona-Pandemie natürlich ganz unterschiedlich aussehen kann. Wissenschaftsstiftungen können beispielsweise, ohne gegen ihre Satzung zu verstoßen, Corona-Forschungsprojekte finanzieren. Mildtätige Stiftungen können Corona-Opfer direkt unterstützen. Bildungsstiftungen können Corona-Aufklärung betreiben und so weiter. Insofern ist das natürlich ein beliebig breites Thema. Ein Punkt, der für Stiftungen ganz besonders interessant ist, ist die Frage, nicht nur verstoße ich gegen Steuerrecht, sondern verstoße ich möglicherweise dadurch, dass ich jetzt spontan irgendwo helfen möchte, gegen die eigene Satzung. Das sind zwei verschiedene Themen. Das eine ist die Sichtweise des Finanzbeamten, das andere ist die Sichtweise des Stifters, also das, was in der Satzung als Stifterwille festgehalten ist. Da muss man leider sagen, da gibt es nicht carte blanche. Da gibt es keine Möglichkeit zu sagen, egal was in der Satzung steht, ich mache jetzt was für Corona, obwohl ich vielleicht eine Denkmalschutzstiftung bin. Das funktioniert nicht. Steuerlich ja, aber das wäre dann ein Verstoß gegen den Stifterwillen. Da kann man sich eigentlich nur helfen, indem man den Stifterwillen auslegt und sagt, was hätte der Stifter, was hätte die Stifterin wohl gewollt, wenn sie die jetzige Situation vorhergesehen hat. Aber da bewegt man sich natürlich auf sehr, sehr dünnes Eis, wenn man solche hypothetischen Annahmen anfängt. Na gut, wenn man jetzt beim Denkmalbeispiel bleibt, würde man sagen, der hätte sich ein Denkmal in Form eines Coronavirus gewünscht. Aber jetzt mal im Ernst, was bedeutet das denn, wenn man davon abweicht? Was wäre denn die Konsequenz? Gibt es da strafrechtliche Konsequenzen? Muss man haften? Das sind ja oft auch Fragen, auch bei dem nächsten Thema, was wir gleich tangieren werden, die Kapitalanlage, die einen beschäftigen, wenn man eine verantwortliche Position hat. Ja, das ist ja gerade die Besonderheit bei Stiftungen. Die Stiftung gehört niemandem, gehört auch nicht dem Stifter oder der Stifterin. Deshalb gibt es eigentlich niemand, der entscheiden darf über Maßnahmen, die sich außerhalb der Satzung bewegen. Das heißt, der Vorstand, der ist gewissermaßen der Diener des Stiftungszwecks, der hat den zu erfüllen. Er kann den nicht einfach beliebig erweitern. So, Frage, wer passt darauf auf, dass der Vorstand sich auch daran hält? Das ist die Stiftungsaufsicht. Staatliche Stiftungsaufsicht ist genau dafür da, den Vorstand zu kontrollieren, dass er sich an den Stifterwillen hält. Das heißt, wenn die Denkmalschutzstiftung jetzt etwas machen würde für das Krankenhaus in Bergamo beispielsweise, dann wäre das ein Problem, weil die Stiftungsaufsicht das möglicherweise monieren wird als Verstoß gegen den Stiftungszweck. Würden Sie da jetzt, sag ich mal, tätig werden im Sinne Ihrer 700 Stiftung oder vielleicht der Bundesverband, dass man sagt, da müssen wir auch so eine Art Carte Blanche, haben Sie das eben so sympathisch genannt, bekommen? Oder ist das schwierig? Also ich glaube, man sollte sich ja realistische Ziele setzen und das ist, glaube ich, kein realistisches Ziel und es wäre auch ein Verstoß gegen alle Grundüberzeugungen
des Stiftungsrechts. Und die wichtigste Grundüberzeugung ist, dass der Stifterwille, und zwar der historische Stifterwille, über allem steht. Da würde man sozusagen das größte Dogma des Stiftungsrechts aufgeben, dass nämlich die Stiftung durch den Stifterwillen für ewig geprägt ist. Klare Aussage ist, glaube ich, auch ganz wichtig für Ihre Mandanten, die Sie betreuen, und keine, sag ich mal, weichen Aussagen, sollte man sich dann auch wirklich dran halten. Ja. Wir versuchen alles möglich zu machen, was sinnvoll ist, aber irgendwo ist dann die Aufgabe von einem guten Berater auch zu sagen, wo wirklich rote Linien bestehen, die man nicht überschreiten kann. Herr Dr. Stolte, Ihr Unternehmen betreut die viele Stiftungen ganzheitlich. Das bedeutet auch, Sie sind mitverantwortlich für die Kapitalanlagethematik. Wir haben ja schon mit Herrn Lehmann ein ausführliches Interview führen können, auch mit Herrn Professor Göring. Beide verfügen über sehr große Vermögen, für die Sie verantwortlich sind. Herr Lehmann hat sehr entspannt gewirkt in dem Gespräch. Er ist ein erfahrener Kapitalanleger und er sagte, wir haben schon viele, sag ich mal, tiefe Löcher gesehen und man muss die Ruhe bewahren und darf nicht, sag ich mal, zu schnell handeln, was verkaufen, und man muss es mit Sinn und Verstand machen und mit ruhiger Hand. Ja, aber viele Verantwortliche in den Stiftungen, die haben eben nicht die Kompetenz in Sachen Kapitalanlagen, in der Tiefe und in der Länge wie der Herr Lehmann. Die haben natürlich Angst, dass sie durch Handeln oder durch Nichthandeln vielleicht in eine Risikoposition kommen. Können Sie denen helfen? Also Sie sehen mich da ebenfalls entspannt, aber aus einem anderen Grund als Herr Lehmann. Herr Lehmann ist, glaube ich, deswegen entspannt, weil er einfach schon viele Krisen überstanden hat, erfolgreich, und weil er zu Recht sagt, Stiftungen haben einen sehr, sehr langen Anlagehorizont und viele Dinge kann man einfach auch aushalten. Und ich bin deswegen entspannt, weil die meisten unserer Stiftungen, und also in Vermögen ausgedrückt sind es etwa 3,5 Milliarden Euro, die wir betreuen, sind investiert in Spezialfonds, die eine Wertsicherungskomponente aufweisen. Das ist ein Instrumentarium, was wir in der Finanzmarktkrise eingeführt haben und was sich jetzt bewährt. Das heißt also, die Wertsicherungskomponenten bei unseren Spezialfonds, die haben jetzt gegriffen. Das bedeutet, der Kursrückschlag, der allgemein an den Märkten zu verzeichnen war, der ist bei uns nicht vollständig angekommen, sondern der ist abgefedert worden. Die spannende Frage ist natürlich, wie es jetzt weitergeht. Und ich glaube, dass momentan die Ökonomen, wenn sie ehrlich sind, alle nicht wirklich valide Prognosen abgeben können, wie sich die Märkte weiterentwickeln. Deswegen glaube ich, dass man mit unterschiedlichen Anlagestrategien im Nachhinein betrachtet keinen Fehler gemacht haben wird. Das heißt, wenn jemand, der aus heutiger Sicht sagt, ich möchte Verluste minimieren, ich verkaufe jetzt, wird möglicherweise keinen Fehler gemacht haben. Jemand, der sagt, ich gehe davon aus, die Corona-Krise, die ist irgendwann beendet, dann kommt ein großes Nachholen und dann gehen die Kurse nach oben, der kauft vielleicht gerade jetzt, weil er nämlich auf steigende Kurse spekuliert. Oder der Dritte, der vielleicht sagt, manche werden verlieren, manche profitieren. Das wird eine Seitwärtsbewegung. Ich mache gar nichts. Ich sitze das einfach aus. So, ich glaube, dass alle drei Varianten, jetzt in aller Oberflächlichkeit dargestellt, aus heutiger Sicht nicht völlig unvernünftige Strategien sind. Und jetzt komme ich zum Haftungsthema. Ein Stiftungsvorstand muss nur dann eine persönliche Haftung für Vermögensverluste befürchten, wenn er aus heutiger Sicht unvernünftig handelt, wenn er aus heutiger Sicht eine Strategie wählt, von der man ehrlicherweise sagen müsste, da hast du spekuliert, da hast du dich nicht gut informiert, da bist du ein Risiko eingegangen, was du selber nicht überschaut hast und wo du auch gar nicht dir die Mühe gemacht hast, entsprechende Informationen zum Verhältnis von Chance und Risiko einzuholen. Dann geht man ein Haftungsrisiko ein, weil dann wird man auch sich richtigerweise den Vorwurf ausgesetzt sehen müssen, fahrlässig gehandelt zu haben. So, aber kurz gesagt, das hat irgendjemand mal gesagt, ich fand das sehr prägnant, man haftet nicht für Pech. Ja, und man haftet auch nicht für die Folgen von höherer Gewalt und von Krisensituationen, wie wir das jetzt momentan erleben. Ja, eine spannende, das werde ich mir merken. Ich war ja selber lange Jahre mal im Vermögensverwaltungsgeschäft tätig.
und habe die Situation selber erlebt. Vielleicht nicht in dieser Tiefe und Dimension, aber es ist schon, wenn man Verantwortung trägt für das Vermögen Dritter, schon eine ganz andere Herausforderung, als wenn es fürs eigene Geld dann auch der Fall ist. Aber ich nehme mal mit, zusammenfassend, eine ruhige Hand oder einen ruhigen, sag ich mal, Handlungsrahmen abstecken. Man ist am besten aufgehoben, wenn man vorher eine sogenannte, ja, Strategie entwickelt, Anlagerichtlinien hat. Das empfehlen Sie, glaube ich, sowieso ohnehin. Und dann überlegt handeln und nicht voreilig etwas tun, weil wenn man verkauft, ist der Kursverlust Realität. Das ist richtig. Man muss dazu sagen, das ist natürlich nur die eine Betrachtungsweise. Die Frage, ob das Kapital erhalten bleibt, wie gehe ich um mit Kursrückgängen? Eine Frage, die aus meiner Sicht wichtiger ist, ist die Frage, wie umgehen mit zurückgehenden laufenden Erträgen. Das spricht wieder das Thema der Handlungsfähigkeit der Stiftung an. Manche gehen davon aus, dass die Stiftungserträge drastisch zurückgehen. Und das führt sofort bei Förderstiftungen zu der Frage, wie gehe ich um mit meinen Projektpartnern, also mit den Projektträgern, die ich eigentlich unterstützen möchte. Und das ist natürlich eine ganz schwierige Frage, weil in vielen Fällen Projekte aufgrund der Corona-Situation nicht mehr stattfinden können. Schauen Sie sich den gesamten Bereich der Kulturförderung an. Kulturschaffende leben von Veranstaltungen, von Theater, von Aufführungen. Und wenn das alles nicht stattfindet, dann stellt sich die Frage, was ist eigentlich mit den Fördermitteln, die ich dafür schon bewilligt bekommen habe? Muss ich die vielleicht zurückzahlen? Und das in einer Situation, wo die Eigeneinnahmen, die ja der Projektträger in der Regel auch mit einkalkuliert hat, auch wegfallen. Das heißt, die Not wird größer, ja, bei den Projektträgern und die Förderstiftungen müssen sich in dieser Situation, glaube ich, dann auch solidarisch verhalten und sollten dann überlegen, ob sie bewilligte Mittel, die sie schon für ein bestimmtes Projekt zugesagt haben, was aber jetzt nicht stattfinden kann, dann möglicherweise gemeinsam mit dem Projektträger einfach umwidmen für ein Projekt, das dann später stattfindet. Ich glaube, da ist jetzt allgemein in der Zusammenarbeit zwischen Stiftungen und den Projektpartnern große Solidarität und Abstimmung gefragt. Vielleicht eine abschließende Frage zum Thema Kapitalanlage. Wenn jetzt das Kapital muss erhalten bleiben, die Stiftungen finanzieren ihre Projekte aus den Erträgen. Ist es zulässig in der jetzigen Phase? Gibt es da auch vielleicht Regeln, dass man eben auch das, den Kapitaldeckel mal unterschreiten darf, temporär zumindest? Ja, das hängt natürlich eng mit der Frage der zurückgehenden Erträge zusammen. Denn wenn die Erträge wegbrechen, dann schaut man sich natürlich an, was habe ich noch als Reserve. Und dann besteht die Möglichkeit, dass ich Rücklagen auflöse. Das heißt, ich könnte möglicherweise die freie Rücklage angreifen, die Stiftungen in guten Zeiten genau für solche Situationen wie jetzt gebildet haben, also für Notzeiten. Und jetzt ist eine Notzeit. Deswegen ist es doch sehr, sehr naheliegend, freie Rücklagen zu nutzen. Zweite Möglichkeit wären Umschichtungsrücklagen zu nutzen, wenn Stiftungen die separat in ihrer Rechnungslegung ausgewiesen haben. So, und da spielen aber dann auch wieder stiftungsrechtliche Fragen mit rein. Darf ich das? Darf ich, ohne dass es in der Satzung drin steht, meine Umschichtungsrücklagen? Ergebnisse, meine Umschichtungsrücklage einfach so angreift. Das ist eine Frage, die ist gesetzlich nirgendwo geregelt. Und natürlich ist das so, dass hier unterschiedliche Auffassungen vertreten werden. Ich persönlich halte es für richtig, dass man hier die Erfüllung des Stiftungszwecks höher gewichtet als den Erhalt des Stiftungskapitals. Ich meine, dass man es sich trauen darf, dass man an Rücklagen geht, dass man auch mal realisierte Umschichtungsergebnisse nutzt für die Erfüllung des Stiftungszwecks, immer unter der Annahme, dass man aus heutiger Sicht zuverlässig davon ausgehen kann, dass man diese kleine Delle, die man dadurch schafft, dann langfristig auch wieder ausgleichen kann. Es gibt im Übrigen eine ganze Reihe von Stiftungen, die in ihren Satzungen das auch ausdrücklich vorsehen, dass also sogar das nicht Rücklagen, sondern sogar das Stiftungskapital angegriffen werden darf bis zu, sagen wir mal, 10 oder 15%, unter der Voraussetzung, dass valide vorhersehbar ist, dass das auch später wieder aufgefüllt werden kann. Und ich glaube, momentan ist einfach so eine Situation, wo man solche vorhandenen Instrumente dann auch nutzen kann.
Herr Dr. Stolte, ganz herzlichen Dank für diese klaren Ratschläge und Empfehlungen, denn das ist das, was wir im Moment, glaube ich, brauchen, dass man da durch diese hohen Wellen auch, sage ich mal, unbeschadet durchkommt. Wenn man mehr von Ihnen lernen und hören möchte, Herr Dr. Stolte, dann haben Sie auch ein spezielles Angebot gemeinsam mit der Deutschen Stiftungsakademie. Vielleicht stellen Sie es kurz vor. Wir haben eine Online-Sprechstunde geplant, die wird voraussichtlich in 2 Wochen stattfinden als Live-Event. Das wird Reinhard Berndt von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO und die Frau Dr. Anna Kafzow, Rechtsanwältin und Kollegin beim Deutschen Stiftungszentrum, und ich werden zu dritt eben eine Online-Sprechstunde durchführen über die Deutsche Stiftungsakademie. Und wir machen das pro bono, und die Deutsche Stiftungsakademie, die wird das auch kostenfrei zur Verfügung stellen. Das heißt also, Stiftungsvorstände, Stifterinnen und Stifter können sich da einloggen und können dann wirklich Fragen stellen. Das ist also kein Webinar, wo wir Vorträge halten, sondern wirklich ernst zu nehmen, eine Sprechstunde, 1 Stunde lang kostenfrei die Möglichkeit, mit Stiftungssteuerrechtlerinnen und Wirtschaftsprüfer zu sprechen. Wo kann man sich anmelden? Haben Sie eine Info, oder wo soll man auf der Seite vom Deutschen Stiftungszentrum regelmäßig nachschauen? Das wird jetzt beworben von Stiftungen Sponsoring. Es wird angekündigt vom Bundesverband Deutscher Stiftungen im Newsletter, voraussichtlich morgen. Und es wird auch auf der Internetseite der Deutschen Stiftungsakademie natürlich zu finden sein und auf der Internetseite von uns, also vom Deutschen Stiftungszentrum. Und natürlich auf Stifter.tv. Lieber Herr Dr. Stolte, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich schon auf das nächste Interview und ich hoffe, dass wir uns dann bald wieder in echt sehen, denn so weit ist ja Köln und Essen nicht auseinander. Dankeschön für heute und weiterhin viel Erfolg. Dankeschön.